Wir sind Düse und ihr schaut, wenn's rockt. André, möchtest du vielleicht anfangen? Das ist der Jari. Jari spielt Schlagzeug und hat mal Gitarre gespielt. Aber das kann ich nicht so gut. Ja. Genauso wie der André, den ich hiermit auch gleich vorstellen möchte. Genau. Das ist der André und der singt bei Düse, bei der Band Düse. Das sind wir sozusagen. Und ansonsten würde ich natürlich sagen, dass wir musikalisch total eine Scheibe haben. Also, oder? Haut schon hin, ja. Ja. Also, haut hin. Ja. Meistens arbeiten wir da 2-3 Wochen dran, maximal, weil wenn es bis dahin nicht fertig geworden ist, dann beißen wir uns fest und lassen wir das auch sein. Das ist echt immer diese Spontanität, die wir haben. Und dann feixen wir da ein bisschen rum, machen ein bisschen Blödsinn und ja, irgendwelche Witze. Und so entsteht halt der Song und dann letztendlich halt auch dieser Songtitel. Ja, ich glaube, eine Standardaussage zu machen, wie ein Song heißt, worum es darin geht, ist halt für den Hörer ziemlich einfach, dann das zu konsumieren. Und so ist es halt schön, die Leute gucken erst mal, hey, was ist denn das, hören da vielleicht rein. Wie gerade bei Der Mann aus Gold haben wir es ziemlich oft gehört, wo uns Leute fragen, wieso und was bedeutet das. Und ich finde es gut, wenn die Leute sich damit ein bisschen auseinandersetzen. Ja, das ist meistens eigentlich eher ein Stichpunkt, so, um sich bestimmte Sachen zu merken einfach. Wenn wir den Song hören oder schreiben, dann verbinden wir das mit irgendwas und pluppt und dann fällt halt einfach ein Songtitel raus. Rein lyrisch und technisch, ob jetzt Deutsch, Englisch, das kann sogar Russisch sein wegen uns. Es ist halt auch sehr viel der Wiedererkennungswert, sag ich mal, also der Rhythmus an sich von der Sprache ist eigentlich das Interessante. Da kann man eigentlich sagen, was man will. So, das ist halt einfach nur der Sound, ja, wie es rüberkommt. Wir arbeiten mehr mit Rhythmen, anstatt mit irgendwelchen großen Poesien. Auf jeden Fall ist es immer mal wieder schick, neue Worte für sich selber zu erfinden, die angeblichen Sinn haben. Genau, wir machen da viel schönen Scheiß mit. Das ist schön. Aber halt schön ist rhythmisch schön. Sind. Das halt genau, da hast du recht. Das war der erste Plan, irgendwie wirklich an 3 7 Inches festzuhalten, weil es gibt viel zu wenig Bands, die sowas machen. Meistens geht es sofort um ein Album, aber es geht nie um eine kleine, kompakte Sache. Und eine kleine, kompakte Sache, die frisst man halt schnell einfach. So ein Vinyl ist halt auch, du kannst halt nicht mal schnell brennen und so. Und wir dachten, es wäre schon schön, so ein kleines Baby zu haben, was man einfach erstmal schön gemütlich sich zu Hause hinstellt. Und erstmal bist du auch nicht verpflichtet, ein komplettes Album zu machen, sondern du hast ein bisschen Spielraum, du kannst mehr Songs aufnehmen und die etwas besseren raussuchen oder wie auch immer. Und so war das die Idee, auch natürlich erstmal überhaupt einen Output zu haben. Und da haben wir mit der Honig angefangen und ja, und haben dann halt einfach nachgelegt, weil die Idee der Trilogie da war. Aber bei der Trilogie hat es ja eigentlich schon angefangen, dass wir uns Gastmusiker geholt haben. Und damals war halt der Kreis einfach noch enger. Da hat zum Beispiel Nico und Boris haben dann von Volt mit noch gemacht. Und so hat sich das eigentlich alles aufgebaut. Und in der Trilogie, die Hauthackert hier, hat der Mischer noch mitgemacht, der Beatboxmann. Dann kamen die Bläser. Ja. Genau, da liegt der Punkt. Wir hatten keinerlei finanzielle Unterstützung, wie eigentlich die meisten Kapellen, so, die so rumschwirren. Leider Gottes. Und von daher war das natürlich auch ein wichtiger Grund. In diesem Scheißstaat. Eine Sache einfach, dass wir gucken, dass wir selber bezahlen können. Und da war die 7 Inch natürlich auch die optimale Lösung, für Vinyl natürlich. Ja. Also halt echt schön, wenn du ins Ausland schaust, also in vielen Ländern, wie sehr die Bands und generell so junge Kreative und alte Kreative, fast tote Kreative und nicht geboren Kreative, Leute eigentlich extrem unterstützt werden, so von dem Kulturfang oder... Ist das eine Deutschlandkritik? Nee, das ist einfach nur die Kritik dafür, ja. Nein, ja. Looper?
Das möchte ich mal klarstellen. Wir benutzen keine Looper, das ist wirklich nur eine reine Gitarre und ein reines Schlagzeug. Also wir transponieren eigentlich nur das, was wir im Proberaum machen, auf die Bühne. Also gibt es nicht irgendwie speziell eine Show noch irgendwie. Na gut, ein paar Tanzschritte haben wir mal geübt. Hey, das ist Ding, ich mache einen Kopfstand am Schlagzeug. Das wäre rein. Also, dass wir überall so spielen können, wie wir sind, ohne Effekte, ohne alles, dass wir uns einstecken können oder einfach ins Drum setzen und durchspielen können und das jetzt nicht so ein extremer Unterschied wäre, wie wenn wir jetzt komplett mit irgendwelchen Effekten arbeiten würden oder so. Warum sind wir zu zweit? Das ist, keine Ahnung. Das ist eigentlich, das wissen wir eigentlich auch nicht so richtig. Das Ding ist, dass wir das jetzt nicht darauf beschränken, weil wir unbedingt ein Duo sein wollen, sondern es hat sich so ergeben, dass wir zu zweit angefangen haben. Und das Schöne ist, wir fahren rum als Duo, aber wir waren jetzt, als wir auf Tour waren, stellenweise mit 18 Leuten auf der Bühne. Dann waren wir halt eben kein Duo mehr, aber wir wollen das halt eben nicht fixen. Das lässt uns halt einfach mehr Freiraum, rum zu experimentieren. Und das ist gut so. Und das Schöne ist auch, viele Bands werden das kennen, im Proberaum ist es einfach eine bessere Kommunikation. Wenn André mir irgendwas vorspielt und mir gefällt das, dann können wir das spielen. Da ist kein Buzzer, nichts gegen euch Buzzer. oder irgendein anderer Musiker, den man halt noch fragen muss. Und entweder das funzt oder also es funktioniert oder es funktioniert nicht. Es fällt auf jeden Fall leichter, spontan zu sein. Ja. Gerade live merkt man es dann auch, weil wir ziemlich gut kommunizieren live, also wenn man das so nennen kann, ich weiß es nicht. Wenn sich zum Beispiel Jari verspielt, kann ich viel schneller darauf reagieren. Genau. Und da ich mich ständig verspiele, denken viele Leute, das ist ja wahnsinnig, wie der das improvisiert. Ja. Genau. Wir haben zum Beispiel mit einem, also die letzten Platten, haben wir mit einem Künstler zusammengearbeitet, der heißt Thorsten Solin. Der kommt ursprünglich aus Jena, war so ein totaler Sprayer-Freak, hat super geilen Scheiß gemacht. Der hat das Düse-Cover gemacht. Und wir mussten uns zwischen zwei Sachen entscheiden. Das eine ist das, was es jetzt geworden ist, dieses Nutria-Baby auf dieser Blume, was in Milch schwimmt. Und es gab noch so eine Reihe, die er gemacht hat, da hat er Frauen oben ohne fotografiert, mit irgendwelchen toten Tieren im Hals und sowas. Was wir auch ziemlich gut finden, und das haben aber uns ganz viele Leute davon abgeraten, weil es irgendwie zu sexistisch wäre oder wie auch immer. Und das war dann letztendlich, weil uns so viele Leute gesagt haben, mach das lieber nicht, das könnten irgendwelche Menschen einen falschen Hals kriegen. Haben wir uns schon beeinflussen lassen. So. Was eigentlich bescheuert ist, weil wir es eigentlich cool finden. Ne? Also wir finden das nicht cool, weil Titten drauf sind, sondern einfach diese Atmosphäre, dieses Ding, was dieses Bild dir gibt. Das ist aber das Problem auch, weil immer alle Leute nur dieses sexistische Ding sehen. Die gucken zuerst auf diesen riesen Vorbau und auf diese riesen Nippel. Wenn niemand guckt auf dieses... Und im zweiten Moment wird das tote Tier erstmal gesehen. Was ist denn das? Dann wird erstmal genau hingeguckt, was es eigentlich ist. Also es ist oberflächlich einfach nur. Ja. Das sind oberflächliche Entscheidungen. Und wir haben uns vielleicht ein Stück leiten lassen davon. Ich denke, ab einem gewissen Punkt, irgendwann... kann man sich das vielleicht erlauben, wenn viele Leute irgendwie eine Sache kennen und zu schätzen wissen, dann kannst du auch anfangen, irgendwie noch mehr durchzudrehen oder dein Innerstes rauszuholen, sag ich mal. Und ganz am Anfang ist man ja noch bestrebt, irgendwie so viele Leute wie möglich zu ziehen für sich, damit die irgendwie in den Kreis mit reinwachsen, sag ich mal. Und den Kreis kannst du dann halt verformen, wie du willst. Alles Bullshit und alles vor allen Dingen super lustig. Also die Leute wissen gar nicht, was da von der Comedy jemandem entgeht. Das war für uns damals im Proberaum eher ein Mittel, als wir angefangen haben, selber ein bisschen abzufeiern. Für uns war das witzig und für die Leute auch. Und natürlich mit diesem Gedanken, ey, wenn du schon Fernsehen guckst, was ja nicht schlecht ist. Also wir sagen ja nicht, dass Fernsehen scheiße ist, aber man sollte einfach mal gucken, was man sieht im Fernsehen. Man kann ja auch viel rausholen. Ihr könnt nämlich auch Schuhe putzen im Bahnhof. Oder älteren Damen die Tüten nach Hause tragen. Genau. Ja, wer soll die Arbeiten denn machen, wenn sie keine 18-Jährigen machen wollen? Sie haben es ja irgendwelche Psychologen und, keine Ahnung, Leute eingeladen und da hat tatsächlich einer diesen Satz gesagt. Und das fand ich grandios. Und es hat genau reingepasst, fand ich geil. Wir sind so, wie wir sind und so, genauso die Band. Die Band funktioniert genauso, wie wir sind.